Namaste, Freunde. Ja, Verkehr hin oder her, der wird halt einfach immer mehr. Ja, und das wird wohl auch nicht enden, solange wir uns nach außen wenden, um dem Glück dort nachzurennen, nur weil wir noch nicht erkennen, dass die Ziele, die sich wirklich lohnen, tief in unserem Innern. Ich meine, schon vor 2000 Jahren ist Jesus zum Himmel aufgefahren und das ganz ohne Rakete, nur durch die Kraft seiner Gebete. Und auch Buddha kam gut klar, weil er halt erleuchtet war und so, während er noch lebte, gleichzeitig durchs Nirvana schwebte. Und Leute, hey, ihr müsst verstehen, wir können auch auf Reisen gehen, indem wir uns nach hinten lehnen und einfach unseren Geist ausdehnen. Ich gehe oft auf Shivas Spuren, mental auf Erlebnistouren. Innerlich total entspannt schwebe ich ins Zauberland. Ganz ohne Treibhausemissionen erlebe ich hier voll die Vision. Ne? Flugtaxi voll abgefahren, UFO, U-Boot, Schwebebahn. Ne? Von den Regeln der Physik befreit surfe ich durch Raum und Zeit in manch ferne Galaxie. Mein Treibstoff? Pure Fantasie. Einfach ganz entspannt im Sitz. Gut, um den Trip zu unterstützen, würde ich so Pilze hier empfehlen. Aber nicht weiter erzählen. Namaste.